Hallo, heute ist mal wieder ein wunderschöner Sonntag und ja, wir sind wieder rausgegangen und machen eine Tour hier in dem Wald von Germendorf oder in der Nähe von Germendorf. Da gibt es so einen tollen Dinosaurierpark und ja, da gucken wir uns jetzt mal hier um, was es hier so Schönes zu entdecken gibt. Vielleicht finden wir auch im Wald ein paar Dinosaurier. Sumpfig ist es auf jeden Fall schon mal. Gucken wir mal, wie es wird. Wir haben sonst ein bisschen was zu essen bei. Gucken wir mal, ob wir das schaffen, uns das zu machen. Beim letzten Mal hat es ja nicht ganz so geklappt mit dem Essen und alles. Da hatten wir ja auch sogar noch Stockbrot bei. Haben wir gar nicht gemacht. Gucken, was wir denn heute letztendlich schaffen. Auf jeden Fall ein paar Meter machen, das schöne Wetter genießen und schauen, was es hier so Schönes gibt. Was war das? Unterwegs und eigentlich gab es bisher nicht großartig was Interessantes zum Entdecken. Es war alles bisher total sumpfig gewesen und man konnte eigentlich gar nicht in den Wald rein. Jetzt hatten wir gerade mal ein ganz kleines Stückchen. Oh, guck mal hier. Jetzt hatten wir gerade mal ein ganz kleines Stückchen, wo wir reinkommen und Annika war so die ganze Zeit Schmetterlinge zu filmen und was ein Zufall, dass wir hier jetzt einen haben. Wo ist er da? Und schon ist er wieder weg. Tja, aber das war jetzt wirklich Zufall, ist ja witzig. Na gut, wie dem auch sei. Vieles Interessantes bisher gibt es eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir langsam aber sicher Hunger. Aber auch so richtig eine Stelle, wo wir uns das machen können, hätte ich bisher auch nicht entdeckt, muss ich sagen. Pff, weiß ich gar nicht. Ich setze meine Mütze mal auf und ab, weil irgendwie ist mir zu warm unter dem Teil, dann ist es wieder okay und dann weiß ich auch nicht. Aber das ist jetzt auch nicht so richtig interessant, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, na, wir laufen jetzt hier noch ein bisschen lang und gucken mal, was wir so finden. Regenwolken. Na, hoffentlich. Irgendwann später soll es regnen, aber ich hoffe nicht in den nächsten Stunden. Okay, dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder. Ja, da haben wir uns gerade gefreut, dass hier vielleicht mal eine Fläche ist, die ein bisschen offen ist, wo man sich vielleicht gemütlich machen könnte. Und ja, wie man sieht, hier alles halt mal wieder voller Wasser. Also sieht nicht so richtig gut aus, dass wir hier irgendwie uns was zu essen machen. Ist ja auch nicht so schlimm eigentlich. Dann geht es halt irgendwann nach Hause und dann gibt es da Essen. Kann man nicht ändern. Ist dann auch richtig. Schauen wir mal. Okay, auf jeden Fall sind hier Viecher ohne Ende her. Okay. Zum Glück haben wir Anti-Brumm drauf. Mal gucken, ob es hilft. Boah. Oh Gott. Boah, jetzt ist aber richtig die Plage hier. Oh Gott, oh Gott. Schnell weiter. Ja, endlich haben wir einen Ort zum Essen gefunden. Mitten auf dem Weg. Und zwar ein wenig Sauerklee. Annika hat es noch nie gegessen und jetzt probiert es mal. Na, mal gucken. Sauer. Lecker. Ja, gar nicht schlecht eigentlich. Hm. Schmeckt ein bisschen wie so Beeren, die sauer sind. Micha hat ja letztens gesagt, das ist ein bisschen wie Physalis. Naja, vielleicht hat er bei ihm Fuchs drauf gepullert oder so. Wer weiß. Nein. Auf jeden Fall ganz interessant und sieht halt aus wie normales Klee, bloß halt so ein bisschen helleres Grün. Heftiger. Ganz witziger kleiner Snack vielleicht mal.
Jetzt sind wir gleich beim Auto wieder und jo, gegessen haben wir nichts, wie man schon mitbekommen hat, außer ein bisschen Sauerklee. Aber das macht ja nicht satt. Ja, im Endeffekt allzu spannend vom Wald gesehen, so war es auf jeden Fall nicht. Es war trotzdem ganz schön rauszukommen und das Wetter zu genießen und alles. Also es war trotzdem entspannt und hat sich in dem Sinne schon gelohnt. Aber ja, ich denke, den Wald werde ich jetzt nicht so schnell nochmal besuchen. Und also du auch nicht, denke ich mal. Nee. Ist halt, man sieht nicht so viel Spannendes halt. Ne? Aber die Landschaft ist ganz schön mit dem ganzen Wasser. Also sieht schön aus. Ist nur unpraktisch. Jo. Keine Pause gemacht. Wir waren jetzt auch echt, weiß ich gar nicht, ein paar Stunden auf jeden Fall unterwegs. Ja. Und auch wirklich durchgelaufen, nirgendwo mal kurz hingesetzt oder irgendwas, weil es auch einfach keine Möglichkeit wirklich gab. Das ist schon schade. Habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Aber wie schon gesagt, nicht so schlimm. War ja trotzdem ganz okay. Man war draußen, frische Luft, ein bisschen leichtes Training war es auch, weil mein Rucksack 16 Kilo knapp wiegt. Jo, gut, wie auch immer. Denn hoffe ich, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß beim Video, auch wenn es jetzt nicht das Spannendste vielleicht war. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.